Oh mein Gott, im letzten Part haben wir Harold laufen lassen und wir haben Harold nicht mehr in unserer Basis. Der Kerl könnte infiziert sein, er könnte ein Zombie sein. Wir wissen nicht, was wir tun müssen. Es ist gerade sehr, 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 sehr gestresst, die Lage, weil wir wissen einfach nicht, was wir machen müssen. Beziehungsweise, was wir machen sollen. Wir müssen jetzt mit Dave reden. Der Typ wird wahrscheinlich steinsauer auf uns sein, weil wir haben jetzt uns einen weiteren Gegner gemacht. Aber ich meine, es ist Harold und es ist ein Zombie, wenn dann. Und bitte. Das muss machbar sein. Es kann bitte kein Weltuntergang sein. Dave, es tut mir leid, aber er ist unser verbündeter Mann. Ethan, tut mir leid, aber Harold laufen zu lassen war verdammt dumm. Ich hoffe, du bereust diese Entscheidung nicht. Wie auch immer. Harold war ein wichtiges Mitglied. Sein handwerkliches Geschick war für uns sehr wichtig. Und jetzt stehen wir vor dem Nichts. Was nun, Ethan, hm? Was nun? Ich kann sofort sagen, ich weiß nicht mehr. Er ist verwirrt. Ohne Harold sind wir wirklich halt aufgeschmissen. Das ist das Krasse. Wir haben einfach nichts mehr mit ohne Harold. Anscheinend jetzt. Ist übel, ist richtig übel. Mal eben hier so. So. Ich kann dir sofort sagen, ich weiß nicht mehr. Komm schon, Dave. Es könnte schlimmer sein. Aber es könnte auch besser sein, Mann. Die Infizierten draußen werden immer mehr und mehr. So scheint es zumindest. Unsere Vorräte reichen zwar noch, aber für wie lange? Durch den Zuwachs hat sich unser Verbrauch erhöht. Und das, obwohl Harold nicht mehr da ist. Was ist, wenn wir noch mehrere Wochen oder Monate hier verweilen müssen? Ich meine, was, wenn wir irgendwann zu viele Infizierte draußen gibt, Mann? Und wir uns keinen Schritt mehr heraustrauen können? Es gibt keine Fluchtmöglichkeit, Mann. Gar keine. Ich kann nicht schon nicht mehr reden, Alter. Oh. Weder durch die Steineichenwald noch durch Route 35. Tatsächlich, keine Fluchtmöglichkeit. Überall Zombies. Puh. Holy shit. Die Route 35 überflutet von Infizierten. Sich dort zu wagen wäre reiner Selbstmord. Das gleiche Spiel im Steineichenwald. Oh Mann, ich sehe es. Es ist ja tatsächlich tödlich. Also, was sollen wir tun? Verhungern? Oder doch lieber bei lebendigem Leibe gefressen werden? Ich stelle mir beides verdammt schlimm vor. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich auch nicht. Aber wir dürfen kein Risiko eingehen. Ethan, das Kaufhaus sollte noch mit allerlei Vorräten befüllt sein, die wir uns nehmen können. Echt? Das Kaufhaus ist noch voll? Glaub mir, ich will dir nicht verhungern, Mann. Und erst recht nicht daran denken, andere Menschen zu essen. Verstehst du? Es ist schwer, nicht zu verstehen. Ich möchte auch nicht. Du weißt, worauf ich hinaus will? Ich schätze schon. Versteh mich nicht falsch. Als du und Harold im Untergrund warst, wart ihr schon kurz im Kaufhaus drin. Naja, zumindest das Erdgeschoss konnte ich betreten, aber die oberen Stockwerke? Keine Chance. Ja, ein Sicherheitsschloss hat beim Stromausfall die Tür verriegelt. Aber im Keller, das Kaufhaus hat einen eigenen Generator. Aber ich habe keine verdammte Waffe, um mich zu verteidigen. Ethan, es tut mir so leid. Also soll ich runtergehen und den Generator einschalten? Und die Vorräte sammeln? So sieht's aus. Keiner außer du und dein Iglawar sind dafür gewachsen. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Wir haben noch ein Pokémon, aber das hat keine Attacken gelernt. Von diesem Mann, der da links sitzt. Verstehst du? Unser aller Leben hängt daran, Mann. Ich will ihn nicht verrotten. Niemals! Niemals! Das will keiner. Meinst du, im Kaufhaus sind viele Infizierte? Ich habe keine verdammte Ahnung. Mittlerweile höre ich ihr Stirn immer und überall. Es ist furchtbar. Also, würdest du die Vorräte holen? Ich schätze, so muss es sein. Vielen Dank. Das bedeutet allen, besonders mir, sehr viel, dass du diese Last auf dich nimmst. Das Kaufhaus ist, wie erwähnt, schon offen. Geh einfach in den Keller und stell den Generator wieder ein.
Danach sollst du die oberen Stockwerke betreten können. Krasse Aufgabe. Aber Kaufhaus, Moment mal, ich bin gerade kurz am Nachdenken. Wir waren ja in dem Turm drin, ne? In dem Fernsehturm. Ist das denn dieses Kaufhaus? Können wir da... Ist das das gleiche wie das Kaufhaus? Ich kann mal nachgucken. Wenn wir jetzt hier raus move'n. Okay, ich hoffe, hier war... Okay, hier war nur einmal ein Pokémon. Das haben wir aber bis jetzt gekillt. Noch eins sollte da nicht kommen. Ach, fuck, nee. Wir sollten mal zurück. Wir waren ja im letzten Part. Haben wir Dave weggeschickt. Und wir waren ja vorhin mit der Arena-Tuss hier am Kämpfen, ne? Wir müssen voll low sein, Alter. Unser Pokémon, wie viel hat es noch? 4! Alter, das heilen wir mal direkt voll hier. Hallo, Ethan. Ich habe genug von... Ja, viermal zu heilen. Okay, wir haben noch viermal. Dann lassen wir hier nochmal heilen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht, dass es abstirbt. Haben wir das auch. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt Richtung Kaufhaus. Bum, bum. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das tatsächlich ist. Oh Gott, wie dunkel es ist. Wird es tatsächlich immer dunkler? Ich habe nämlich die ganze Zeit das Gefühl, dass es immer dunkler wird. Oder sehe ich das nur so? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl. Und ich habe... Der Ton hat sich irgendwie verändert. Also es kann sein, dass die Lautstärkeregelung ein bisschen anders ist. Aber ich sehe das gerade hier ein bisschen im Fenster. Also eigentlich sollte meine Stimme noch laut genug sein. Es ist halt echt ein bisschen complicated mit... dass ich irgendwie die Audio umgestellt hat. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Alter, wie dieses Bisa-Floor noch liegt. So, hier ist das Gym. Das sieht aus wie der Kaufhaus hier. Das Kaufhaus Mart. Okay, lass mal reingehen. Dave meint, im Keller sei der Generator. Danach kann ich die oberen Stockwerke nach den Vorräten suchen. Okay. So, jetzt erstmal nach unten gehen. Hier geht es, glaube ich, nach oben. Kann das sein? Ne, das sieht aus wie ein Keller. Hier haben wir auch noch... Okay, das ist nicht der... Hier haben wir einen Mülleimer. Den Mülleimer können wir, glaube ich, nicht immer reingucken. Aber hier können wir auch nicht kämpfen. Okay, dann sollte das ja, glaube ich, erstmal sicher sein. Bis jetzt. Diese Stille macht mir Angst. Diese Stille macht mir richtig Angst. Hier haben wir zwei Wege, die sich teilen. Ein Computer. Was haben wir hier? Oh Mann, ist das riesig. Da haben wir eine offene Tür. Einen offenen Generator, so in der Art. Aber der bringt uns nichts. Hier können wir noch nicht ganz runter. Und hier. Was? Da ist er ja. Was zur Hölle ist hier los? Das war's schon. Ich hab's gewusst. Verdammt! Oh Scheiße, wir müssen rennen, schnell! Wow, 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 wow! Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wo ist Ethan? Ich glaube, es ist ein Bug. Egal, ich lauf einfach. Ich lauf einfach, ich lauf einfach, ich lauf einfach, ich lauf einfach. Und ich habe Gerigos Stimme erkannt als Zombie. Scheiße, der ist nämlich angesprochen. Lauf, lauf, lauf! Fuck, da geht's nicht weiter! Wo ist Ethan? Ich hoffe, das ist nur ein Glitch. Ich hoffe, der Typ kommt mit. Alter, lauf, lauf, lauf. Fuck, sind das viele. Alter, nein. Einfach hier weg. Kein Wunder, warum es hier so ein langer Weg ist. Oh, Alter. Das heißt nicht nur ein Glitch. Alter. Krass, Alter. Nervenkitzel. Scheiße, die waren so schnell, Mann. Wir hätten es fast nicht rausgeschafft. Dass ich übergeben, der Ethan. Ich glaube, das kann er verstehen. Ich glaube, der ist so am Arsch, ey. Boah, ja, da hat er sich übergeben. Alter. Mein Gott! Wann hat das endlich ein Ende? Gut, wir müssen jetzt in die nächsten Stockwerke nach Vorräten suchen. Ja gut, dass hier Zombies waren, war ja gut auch zu denken, ne? Und jetzt hier der Crypticon seine Ausweichskills wieder. Ja. Los, komm ran hier. Gut, dass der down ist. Oh, da ist so eine Schlange. Ich mach so klar, dass der mich abfacken will. Aber wir haben irgendwie extra KP. Der Aufzug ist nicht in Betrieb. Vorräte gefunden. Sehr gut.
Das waren alle? Ich hoffe. Nein, fuck, es geht noch weiter höher. Ja gut, wir müssen es uns wagen. Alter, du Arschloch, Mann! Stirbt ihr Scheiß! Ich hab's Gefühl, die Pokémon sind so viel stärker als Zombies als die Menschen. Fuck. Ich hab nicht mehr Heiltränke. Ich muss nach unten. Ich muss nach unten, weil ich hab, glaube ich, lange nicht mehr gespeichert. Ich muss jetzt hier sichern. Wenn ich nämlich jetzt sterbe, dann war's das. Das ist das Problem. So, einfach nach oben. Mann, das ist auch so lächerlich. Warum lasse ich mich so oft treffen? Und vor allem, es gibt ja nicht mal einen Counter, aber wir können eigentlich auch nach oben. Die Vorräte haben wir hier auch eingesammelt. Das war mir klar. Scheiße, Mann. Ah, es ist so schwer. Ich habe mich aber auch echt viel zu oft treffen lassen. Ich dumme Sau. Egal, einfach nach oben. Einfach nach oben, einfach nach oben. Ja, man stirbt aber immer wieder. Was soll ich machen? Verdammt. Ja, das Traurige ist, wir haben auch keinen Heiltrank mehr, ne? Was ist das Problem? Wir werden jetzt hier immer von dem Magneton hier getroffen. Das ist... Ja, guckt euch das an. Das kommt ja immer an hier. Ja, die andere Tussi ja auch. Ja gut, das habe ich schon mal erledigt. Ja gut, jetzt war da ein Bug, weil der die Tussi nicht angegriffen hat. Ich sehe manchmal, das ist ja die RPG-Maker 2003 Engine. Da kann der Mr. Prinz ja nicht für. Das ist ja sein erstes Spiel. Ist normal, dass die Engine nicht immer richtig mitmacht, wie sie soll. Ey, ich bin ja auch so schlecht geworden. Ich habe jetzt schon wieder so eine Pause gehabt. Ich muss mir das ohne Pause durchspielen, damit ich hier mal die Skills bekomme. Das ist schlimm. Ganz schlimm. Tut mir wirklich leid. Das ist auch der Rolf sei jetzt hier. Hat meinen aufgestoßen. Okay, sehr gut. Sichern. Natürlich kann hier drin nicht gespeichert werden. Warum? Auch nicht. Ich würde aber trotzdem ganz gerne sichern. Warum kann hier nicht gespeichert werden, verdammt? Aber hier kann gespeichert werden, weil hier ein Safe-Bereich ist. Richtig. So. Immer schön saven, dann wird das auch. Ich denke mal, dass der Markt jetzt nicht mehr so ganz so hoch wird, weil wir haben schon echt viele Stockwerke gehabt hier. Oh Gottes Willen, hier werde ich auf jeden Fall verrecken. Okay, warte. Wenn ich jetzt lossprinte, dann kann ich die eigentlich auch ignorieren, weil direkt nach oben, nice. Verdammt. Oh Gott, das Pokémon habe ich ja schon mal besiegt. Da sind noch mehr Vorräte, okay. Ganz geskillt ausweichen hier. Ach, man kann durch die Bänke durch. Oh Gott, dann hätte ich das ja einfach machen können. Oh mein Gott, okay. Jetzt schnell hier weg. Nein! Ich bin tot. Ich schaff das. Das Ausweichen ist schwerer als diese Bekämpfen, Alter. Ist ja echt so. Unglaublich. Gut, wir schaffen das nochmal. Es macht keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Ich sag's mal so, die Zombies, die außerhalb... Genau, komm, leck mich doch im Arsch. Die außerhalb des Kaufhaus sind, also die auf den Streets sind, die werde ich auf jeden Fall besiegen, weil, ganz ehrlich, ich will nicht, dass die mir... Was ist jetzt los? Boah, ich dachte schon, das Spiel war abgestürzt. Die will ich nicht, dass die mir in die Quere kommen. Aber hier... Oh, da unten sind sogar noch Vorräte. Verdammt. Gut, dass ich nochmal gestorben bin, aber das jetzt wiederum nicht, das legt mich gerade richtig auf, dass ich so schnell drauf gehe. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich muss tatsächlich wieder zurück zum Haus und mich heilen lassen, weil es geht sonst nicht anders. Wenn jetzt hier Zombies rumlaufen, die werde ich auf jeden Fall eliminieren, weil die halt stören. Also wisst ihr, die sind halt echt nervig und die bedrohen uns. Aber wenn die da im Kaufhaus chillen, dann kann ich die da eigentlich auch lassen. Die werden dann früher oder später eh selber verrecken, weil da rauskommt, kommen sie auf gar keinen Fall. Und bitte, Robin, jetzt stell dich nicht wie der letzte verdammte Mongo an, ey. Und lass dich so oft treffen. Meine Fresse. Nochmal heilen. Ja. Zwei Heilungen. Also eine Heilung jetzt komplett verschwendet.
Jetzt habe ich, kann ich nur noch zweimal heilen. Bravo, echt super, Robin. Mann, sowas regt mich auf an mir, dass ich so scheiße bin manchmal. Aber egal, Fluchen bringt nichts. Wir müssen es ja irgendwann schaffen, ne? Richtig. So ist es richtig. So, Mart. Okay, der kann echt nicht so hoch sein. Wir waren ja schon relativ weit oben. Okay, jetzt machen wir das mal ein bisschen mit Geschick. Wir haben ja hier noch einen einzigen Vorrat, der in den unteren Bereichen ist, sondern genau hier. Da kann ich den eigentlich auch abknallen. Und mir das hier picken. Vorräte geschnappt. Noch einen nach oben. Das ist echt... Manchmal erkennt man die Vorräte hier halt gar nicht, ne? Dass das Magneton was kaputt ist. Und die Mucke ist aber auch echt nice, Mann. So, wo kann ich jetzt? Jetzt kann ich wieder nach oben einfach. Ja, natürlich trifft ihr mich. Die machen so viel Damage, das ist unfair schon fast. Was ist denn das? Ich denke immer, man kann durch die Stühle nicht durch und dann geht's doch. Ein bisschen schade, dass man das nicht so gut erkennt. Was? Wofür entscheidest du dich jetzt? Wie willst du mich angreifen? Ich bin ein Zombie. Guck mal, ich bin zu dumm zum Scheißen. Wie ich ihn die ganze Zeit verarsche, guck mal. Er weiß nicht, wo er mich angreifen soll, der Pisskopf. Los, komm, trau dich. Jetzt komm doch mal da durch, komm schon. Warum traust du dich denn nicht? Guck mal, so einfach geht das. So, dann haben wir hier auch den Vorrat. Nice. Das sollten alle Vorräte sein. Jetzt sollte ich hier schnell weg. Ich will noch einen Blick nach oben schmeißen. What? Hier kann man sichern. Und hier ist tatsächlich noch ein Item. Oh, Pokémon Musikschiff 5 von 6 freigeschaltet. Nice. Ein Fritz Mona Season erhalten. Eins brauchen wir noch, Mann. Und da ist noch eins. Bildschlüssel gefunden. Ah! 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 Ich hab mich erschrocken. Schnell weg hier. Oh, dieser Sound. Ih, lass mich in Ruhe, bitte. Ich will nichts. Ich bleibe nur weg hier. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich will einfach nur nach Hause, bitte. Tschüss, tschüss, tschüss. Einfach weg hier. Oh Gott, ey. Was zur Hölle war das? Nein. Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Klaus. Ja. Ja. Nein, sag nicht da. Er hat keinen Puls, er ist schon tot. Er hat die Pistole genommen und sich plötzlich in den Kopf geschossen. Selbstmord. Fuck, der Erste, der sich hier selbst umlegt in dieser Situation. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Meinst du, er hatte einen Grund dazu? Hat er irgendwas erwähnt, Ethan? Ja, er erwähnte etwas. Er erwähnte, dass er für den Tod von mehreren Leuten verantwortlich war. Scheiße, das hat auf ihn gelastet. Und möglicherweise hat ihn dieser Gedanke so sehr aufgefressen, dass er sich selbst erschoss. Kann ja möglich sein. Scheinbar hat er die letzte Kugel aufgehoben für sich selbst. Scheiße. Alter, das ist hart. Das hätte er nicht tun sollen. Wirklich nicht. Wir sollten die Leiche so schnell wie möglich loswerden. Albert, helfen Sie mir? Aber selbstverständlich. Martha, Sie können bitte den Boden reinigen. Aber natürlich. Ethan, komm nachher nochmal zu mir, nachdem wir die Leiche weggebracht haben. Ist gut. Alter. Muss ich einen Schluck trinken, sorry, Leute. Alter. So krass, so muss ich das mal... Wie er einfach die anderen sieht und uns schon duzt, das ist übel. Und jetzt ist er einfach tot. Der Polizist hat sich einfach umgebracht. Er hat sich einfach in den Kopf geschossen. Alter, wie krass das ist, Mann.
Das mit Klaus kam echt unerwartet. Hätte er wenigstens mit uns darüber geredet, hätte sich sicher eine andere Lösung gegeben. Ich weiß ja nicht. Ich finde, es sah schon sehr, sehr schlecht aus, aber... Eigentlich hilft Reden immer. Da muss ich Dave recht geben, tatsächlich. Er hätte sich eine andere Lösung gegeben. Ja, bestimmt. Ein großer Verlust für uns. Möge er in Frieden ruhen. Das will ich auch ganz, ganz, ganz laut zu sagen. Wie sieht's denn aus? Hast du einige Vorräte gefunden? Ja, hab ich. Eine Menge sogar. Ethan, du gibst Dave die Vorräte. Sehr schön. Dann wird unsere lange Sicht über Wasser halten. Das fühlt man sich glatt noch erleichtert. Obwohl eine Flucht aus Dukatias derzeit ausgeschlossen ist. Hey Ethan, du siehst verdammt müde aus. Willst du dich nicht mal vielleicht hinlegen, wenigstens für ein paar Stunden? Du siehst echt gestresst aus. Und wie ich das bin. Ein wenig Schlaf wäre nicht schlecht. Kein Problem, leg dich einfach ins Bett. Das wäre vielleicht eine gute Option. Ah! Pinst du Nutte, Alter! Das gibt's doch nicht! Warum macht er sowas? Fuck! Jetzt hab ich mich voll erschrocken! Scheiße. Kann nicht schlafen. Dieser schreckliche Bilder im Kopf. So ein Pisskopf. Oh, Ethan, du bist wieder wach. Ja, ich hatte einen Albtraum. Aber ich denke, es ist normal, dass man sich so eine Situation keinen klaren Kopf hat. Wie lange habe ich denn geschlafen? Etwa 2 Stunden. Wenigstens etwas. Das stimmt schon. Nun, wenn ich schon wach bin, kann ich gleich aus dem Bett aufstehen. Ja gut, und ich würde sagen, ihr könnt im nächsten Part auch wieder aufstehen und diesen PC anmachen oder was auch immer und den Part schauen. Denn der ist jetzt vorbei, Alter. Der Jumpscare ändert mir jetzt mit dem Rest gehen. Warum, Prinz? Sowas muss doch nicht sein. Dieses Spiel, es macht mich fertig. Erstmal bringt sich einer selber oben in den Vorräten suchen, sterben wir auch. Und dann noch ein Jumpscare. Freunde, was ein krasser Part. Ich freue mich, das nächste Mal euch wieder zu begrüßen bei Pokémon Dusk. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bleibt dran. Alter, episch. Haut rein und tschüss.